Recht und ich bin Pirat. Wir stehen hier heute, um gegen das sogenannte Handelsabkommen gegen Produktfälschungen zu protestieren. Gegen ACTA. Schon der Name ist irreführend, denn ACTA will viel mehr als Produktfälschungen zu verhindern. ACTA will die Durchsetzung von Eigentumsrechten regeln, und zwar global. ACTA wuchert im Verborgenen. ACTA will Regeln kopieren, und zwar Regeln, die einschränken, Regeln, die verhindern, Regeln, die überwachen. ACTA will eine Welt, die uns die Luft abschnürt. Und damit wir das nicht vergessen, sollen wir überwacht werden. Internetprovider durchleuchten alles, was wir im Internet machen. Sie geben diese Informationen an sogenannte Rechteinhaber weiter. Und die können absurde Gefängnisstrafen und Geldstrafen einfordern für etwas, das unser ureigenstes Recht ist, kulturelle Betätigung. Finden wir das gut? Nein! Dachte ich mir. ACTA gibt es noch nicht. Aber leider ist uns vieles von dem heute schon bekannt. ACTA will einen Standard schaffen, an dem in Zukunft niemand mehr vorbeikäme. Und das wäre eine furchtbare Entwicklung. Denn ACTA selbst ist auch wirr. Es ist ein langer Text mit vielen Begriffen. Begriffen, die es in der Rechtsprechung noch gar nicht gibt. Bei denen man gar nicht weiß, was soll das eigentlich bedeuten. Wir wissen also letztlich gar nicht ganz genau, was ACTA eigentlich regeln will. Und für einen Rechtsrahmen, der ACTA ja sein will, ist das fatal. ACTA schafft Unsicherheit und Angst. Es sät Zweifel. ACTA ist gegen den Fortschritt. ACTA ist gegen die Freiheit. ACTA muss weg. Jawohl! Nun scheint ACTA seit einigen Tagen auf dem absteigenden Ast. Zwar hat die Europäische Kommission das Dokument unterzeichnet, aber schon da... Aber schon da gab es Risse. Und in Deutschland, noch vor 2 Wochen, behauptete unsere Justizministerin, es würde sich durch ACTA ja nichts ändern. Mittlerweile hat sie Bedenken und sie will Fakten auf den Tisch. Fakten! Fakten! Und auch Deutschland unterschreibt ACTA ja nun erst einmal nicht. Das, liebe Freunde, da bin ich mir sicher, das ist ein Ergebnis dieses unseres Protests. Und ich finde es bemerkenswert, dass solche Ergebnisse schon eintreten, bevor wir überhaupt auf die Straße gegangen sind. Wir müssen weiterhin äußerst wachsam sein und wir werden sicherlich nicht das letzte Mal durch die Straßen ziehen, um zu zeigen, wie wachsam wir sind. Die Frage ist, was tun? Liebe Freunde, die beste Strategie für uns ist meines Erachtens einfach. Wir dürfen nicht nur gegen ACTA sein, wir müssen eine eigene Idee entwickeln. Das ist unsere Aufgabe. Wir brauchen eine Vision für unsere Gesellschaft. Eine Vision, wie wir mit unserer Kultur umgehen wollen, mit unserer Kreativität, mit unseren Wurzeln. Und da kommen wir wieder zu den Grundlagen, denn schon der Begriff geistiges Eigentum, mit dem ACTA ja ständig arbeitet, schon dieser Begriff ist falsch, denn geistiges Eigentum gibt es nicht.
wollen, dass Wissen sich verbreiten kann, dass wir frei sind, Wissen zu benutzen und neues Wissen zu schaffen. Wir wollen nachdenken und erfinden können. Wir wollen neue Ideen haben und wir wollen dafür niemanden um Erlaubnis fragen müssen. Diese Freiheit wollen wir und diese Freiheit lassen wir uns von ACTA nicht nehmen. In einer ACTA-Welt ist ein Musiker vollständig abhängig von seiner Verwertungsindustrie. Sie bestimmt, wer den Künstler hört und sieht und wer nicht. Ein Künstler ist aber nichts ohne sein Publikum und dieses Publikum nimmt ihm ACTA. Und noch schlimmer, ACTA nimmt ihm auch die Freiheit, neue Werke zu schaffen. War er selbst einmal unerlaubtes Publikum? Hat er sich verbotene Gedanken gemacht? Hat er Ideen verbessert, die er gar nicht kennen durfte? Das sind die Fragen in der Welt von ACTA. Es ist eine erschreckende Welt und ich möchte niemals, dass ein Künstler sich solche Fragen stellen muss. Und die Ideen für einen zeitgemäßen Umgang mit Urheberrecht liegen längst auf dem Tisch. Es gibt ein netzpolitisches Grundsatzprogramm der Grünen, es gibt umfangreiche Grundsätze zum Urheberrecht bei den Piraten und es gibt viele hervorragende Konzepte in der Zivilgesellschaft. Allen gemeinsam ist, wir müssen die Regeln zum Urheberrecht endlich an die Realität anpassen. Solange wir hier nicht eingreifen, bleibt die Verwertungsindustrie ein Moloch. Sie knebelt Künstler und sie treibt die Gesellschaft vor sich her. Liebe Freunde, ich stehe hier für eine Gesellschaft, die alle Mitglieder am kulturellen Leben teilhaben lässt. Ich stehe hier für eine freie Gesellschaft. Die will ich und ich bin mir sicher, ihr wollt sie auch. Vor 3 Jahren stand ich auf einem ähnlichen Wagen drüben auf dem Platz der Weltausstellung. Damals haben wir gegen Zensursolle und gegen die Websperren demonstriert. Und ich habe gesagt, wir werden nicht nachlassen, bis dieses Gesetz auf dem Müllhaufen gelandet ist, auf den es gehört. Mittlerweile ist genau das passiert. Und so stehe ich heute hier und sage, wir werden so lange gegen ACTA angehen, bis es auf dem Müllhaufen gelandet ist, auf den es gehört. Mein Name ist Dirk Hilbrecht. Ich bin Pirat und ACTA gehört ad ACTA.